Daten sind eine Art Netz, ähnlich wie ein Straßennetz oder auch die Verbindungen zwischen Menschen in sozialen Netzwerken oder auch viele andere Bereiche gibt es, wo Graphen zum Einsatz kommen. Dieser Graph, der hier beispielhaft da ist, besteht aus 6 Knoten, ja, die sind durchnummeriert, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und aus entsprechenden Kanten, das sind die Verbindungen zwischen diesen Knoten. Die Kante zwischen 1 und 3 zum Beispiel, sieht man, dass es ein Pfeil ist, der von 1 nach 3 geht, aber nicht zurück. Kein Doppelpfeil, das bedeutet, der Weg geht von 1 nach 3, aber nicht zurück, ähnlich wie bei einer Einbahn. Dieser Graph ist aber nicht nur gerichtet, also lauter einfache Pfeile, er ist gleichzeitig auch ungewichtet. Das heißt, egal wie lang der Pfeil ist, jeder Pfeil ist gleich viel wert. Bei einem Straßennetz wäre das nicht so, da wären die Gewichte zum Beispiel die Geschwindigkeit, die man fahren darf oder auch die Kilometer zwischen zwei Orten, also der Abstand. Dieser Graph ist einfach ungewichtet. Die dritte Eigenschaft dieses Graphen ist, dass er zyklenfrei ist. Zyklenfrei bedeutet, es kann mir nicht passieren, wenn ich eine Linie verfolge, dass ich irgendwie im Kreis fahre. Also immer wieder eine Schleife durchlaufe, aus der ich vielleicht nicht mehr rauskomme im Programm. Das ist allerdings nur ein Beispielgraph. Häufig ist es so, dass er weder zyklenfrei ist, noch sonst irgendwas. Aber zu Beginn sehen wir uns den an. Okay, wie können wir so einen Graphen jetzt datenstrukturell abbilden? Also wie können wir, welche Speicherstruktur, welche Datenstrukturen verwenden wir, um einen Graph abzubilden? Und eine Möglichkeit dazu ist die sogenannte Adjazenzmatrix, heißt so viel wie Nachbarschaftsmatrix. Diese Nachbarschaftsmatrix ist ein zweidimensionales Array, wobei die Knoten des Graphen in beiden Dimensionen dargestellt sind. Sofern es eine Verbindung zwischen den Knoten 1 nach 3 gibt, ist in der ersten Zeile, in der dritten Spalte ein entsprechendes X vorhanden, beziehungsweise programmatisch würde man einen Boolschen Datentyp einfach dazu verwenden. Da diese ungewichtet ist, reicht ein Boolscher Datentyp aus. Wäre der Graph gewichtet, also wie gesagt die Abstände zwischen zwei Orten in Kilometern oder ähnliches, dann wäre nicht ein Boolscher Datentyp, sondern das entsprechende Gewicht in diese Matrix eingetragen. Ähnlich als zweites Beispiel, der Knoten 4 hat eine Verbindung zum Knoten 5 und 6. Also die Adjazenzmatrix ist eine sehr einfache Darstellung für einen derartigen Graph. Wie können wir zum Beispiel herausfinden, ob ein Weg zwischen dem ersten und dem sechsten Knoten existiert? Dazu ist die erste Prüfung, gibt es einen direkten Weg? Also in der ersten Zeile, in der sechsten Spalte, gibt es dort einen entsprechenden Eintrag in dieser Adjazenzmatrix. Wenn ja, sind wir schon fertig. Wenn nein, was meistens der Fall sein wird, dann können wir die direkten Nachbarn fragen. Also die direkten Nachbarn von 1 ist der Knoten 3 und der Knoten 5. Und die Grundregel lautet jetzt, entweder ich habe einen direkten Weg oder wenn ich keinen habe, dann frage ich meine Nachbarn. Haben diese einen Weg dorthin, so habe auch ich einen Weg, da ich einen Weg zum Nachbarn habe. Ich frage also den Nachbarn. Der prüft das gleiche wieder. Entweder hat dieser einen direkten Weg oder er fragt wieder seine Nachbarn. Das hört sich nicht nur so an, das ist am Ende des Tages eine Rekursion. Also, die 3 fragt wieder nach. Gibt es einen direkten Weg zum Knoten mit der Zahl 6? Wenn nicht, dann wird der Nachbar gefragt. In dem Fall die Zahl 4. Und die 4 kommt auf die Idee, hoppala, ich habe einen direkten Weg. Und gibt diese Information zurück an die 3. Die 3 gibt diese Information zurück an die 1 und demnach existiert ein direkter Weg zwischen 1 und 6. Also ein Weg zwischen 1 und 6. Nicht direkt, weil ja der Pfeil fällt, aber es existiert ein Weg zwischen 1 und 6. Was nun, wenn der Graph nicht zyklenfrei ist? Also nun wäre es zwischen 4 und 1 einen entsprechenden Pfeil, der hier dargestellt ist, dann
ist der Graph nicht mehr zyklenfrei. Ich kann hier im Kreis fahren. Ja, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, immer wieder. Das ist ziemlich unangenehm. Dann gibt es nämlich eine Endlosschleife. Ich bin automatisch nicht mehr zyklenfrei, sobald der Graph nicht mehr gerichtet ist. Also ein Doppelpfeil existiert und nicht mehr nur der Pfeil in eine Richtung. Denn dann kann ich von 1 nach 3, von 3 nach 1 und auch dann habe ich automatisch einen Zyklus. Damit ich nicht in so einen Zyklus reinlaufe und programmatisch, algorithmisch nicht mehr rauskomme, muss ich mir merken, welchen Knoten habe ich bereits besucht. Also wer ist bereits visited? Dazu ist es gut, ein Array zu haben, wo wieder jeder Knoten einen Eintrag besitzt mit dem entsprechenden Index. Und nun fragt die 1, gibt es einen direkten Weg? Nein, gibt es nicht. Also frage ich meinen Nachbarn, die Nummer 3. Und bevor ich das mache, markiere ich mich, die Nummer 1, dass ich bereits besucht wurde in diesem Array. Die Nummer 3 fragt jetzt wieder, gibt es einen direkten Weg? Nein, gibt es nicht. Und fragt ebenfalls die Nachbarn, allerdings den 1er nicht mehr, da dieser bereits in diesem Visited Array vorhanden ist. Sondern fragt direkt den 4 und bevor sie den 4 fragt, sagt die 3 ebenfalls, okay, ich bin bereits besucht, trägt sich in dieses Array ein. Gleiches mit der 4 und das war's dann auch schon. Wie man jetzt mit zusätzlichen Gewichten umgeht, wie man nicht nur herausfindet, ob es überhaupt einen Weg gibt, sondern welcher das ist, welcher vielleicht der kürzeste ist, wenn es mehrere gibt, das erfahrt ihr in einem anderen Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.